Elektronik umgibt uns in allen Lebensbereichen. Aber ist sie auch fair und nachhaltig? Um das einschätzen zu können, muss der gesamte Lebenszyklus eines Elektronikproduktes betrachtet werden. Er fängt beim Bergen der Rohstoffe an. Diese werden weiterverarbeitet und zum Beispiel zu einem Smartphone produziert. Wir nutzen das Smartphone und anschließend landet es in einer Schublade, wird wiederverwendet oder landet im Müll. Im besten Fall werden alle Rohstoffe aus dem Smartphone recycelt und der Lebenszyklus des Smartphones wird tatsächlich zu einem Zyklus, also einem Kreis. Wie fair und nachhaltig ist Elektronik? In diesem Video der Bergbau. Elektronikgeräte sind mittlerweile sehr wichtig für uns geworden. Natürlich nicht der Kram hier. Aber wie sieht's aus mit den Küchengeräten, mit den Waschmaschinen, mit den Kopfhörern, mit den Handys? Wie sieht's aus mit den Zügen oder den Autos, die mehr und mehr mit Batterien funktionieren sollen? Diese brauchen regenerative Energiequellen wie Wind oder Solar. Der soll unsere Cloud-Speicher versorgen oder die Maschinen um uns herum oder auch die Maschinen bauen. Um den Rohstoffen auf den Grund zu gehen, müssen wir erstmal wissen, was ist das Rezept für den Kuchen? Also was steckt da drin? Dazu schauen wir uns ein Paradebeispiel an gebündelter Elektronik an. Sozusagen das Gourmet-7-Gänge-Menü an Elektronik. Unser Smartphone. In dem sind nämlich 50 bis 60 unterschiedliche Materialien verbaut. Davon ca. 40 Metalle und Mineralien. Fast alle haben ihre Ursprung im Bergbau. Im Touchscreen umhüllt transparentes Indium Schichten von Glas und Plastik. Um die unterschiedlichen Farben im Display zu erzeugen, werden seltene Erden verwendet. Im Inneren sind Tantal und Nickel Bestandteile der Kondensatoren. Nickel findet sich auch im Mikrofon, selten Erden im Vibrationsalarm und in den Lautsprechern. Gallium findet sich in den Halbleitern wieder. Kupfer und Gold wird für die Leitung und die Verbindung benutzt. Die Batterie enthält Lithium und Kobalt. Die Hülle besteht aus Aluminium, Plastik, Carbon, aber auch Nickel, Gold und Magnesium. Also Plastik soll ihr kein Spotlight bekommen. Wir haben auch schon viel über Plastik gehört. Es besteht halt aus Erdöl oder Erdgas und sorgt für große Umweltzerstörung. In den nächsten 15 Jahren jedoch soll sich der Plastikverbrauch auch nochmal verdoppeln. Die Metalle in der Elektronik sind nun ziemlich ähnlich. Auch in den Zukunftstechnologien wie Wind, Solar und Batterien finden die sich wieder. Nur die Dimensionen sind etwas größer als beim Handy. Für eine moderne Windmühle braucht man bis zu 30 Tonnen Kupfer. Ja, das meiste für die Kabel. Zur Gewinnung muss über das Hundertfache an Gesteinen wieder zerkleinert werden. Nun zu der Frage, wo die Rohstoffe herkommen und wie die abgebaut werden. Also grob passiert sowas in drei Schritten. Das Gestein wird aus dem Berg entfernt, das Gestein wird zerkleinert, dann werden die metallhaltigen Erze vom Gestein getrennt, daraus wird am Schluss das Metall gewonnen. Dabei unterteilt man Großbergbau und Kleinbergbau. Der Kleinbergbau findet meist ohne Regelungen und Kontrollen statt. Die Umweltverschmutzung ist dadurch sehr hoch und die Arbeitsbedingungen sind eher gefährlich. Vor allem gibt es geringe bis gar keine Mechanisierung. Großbergbau sind, wie der Name schon sagt, riesige industrielle Minen und hochmechanisiert. Großbergbau macht mit Abstand den größten Anteil an der Förderung aus. Hier sind über 62.000 Minen, also aktive und nicht aktive, eingezeichnet. Man erkennt nichts? Stimmt. Um die Minen ziehen wir nun einen 50-Kilometer-Radius, denn so werden in vielen Untersuchungen die durchschnittliche Beeinflussung der Minen auf deren Umwelt abgeschätzt. Nun erkennt man die potenziell beeinflussten Bereiche von Minen auf der Welt. Alle blauen und pinken Flächen sind Abbaugebiete für Rohstoffe, die wir für die Energiewende brauchen. Und die decken sich auch gut mit dem Bedarf an Rohstoffen für Elektronikgeräte. Das sind tatsächlich 82% aller abgebildeten Abbaugebiete. Ich glaube, damit haben wir schon mal einen ganz guten Überblick, um uns einen ökologischen Aspekt anzuschauen. Die Hälfte aller Minen befindet sich nämlich in Wäldern. Alle blauen Punkte hier sind aktiv operierende Minen in Wäldern, Stand 2015. Wenn man diesen 50-Kilometer-Radius um die Minen zieht, sind bereits 10% der weltweiten Wälder vom Bergbau beeinflusst. Dabei sind Wälder doch wirklich wichtig. Und mit Wäldern meine ich nicht diese Ansammlung von geraden Kiefern, die man gut in die Säge schieben kann, aber die auch wirklich gut bei Hitze brennen, weil sie durch ihr schnelles Wachstum den Grundwasserpegel senken. Nein, ich meine diese langsam wachsenden, naturbelassenen Wälder, die CO2 in sich binden und einen Lebensraum für vielfältige Tierarten bilden. Der ist wichtig. Das merkt auch die Regierung, die unsere Wälder nur mit 900 Millionen Euro fördern möchte. Die Wichtigkeit von Wäldern und die Problematiken beim Bergbau versteht auch die wirtschaftliche Entwicklung fördernde Weltbank und sagt, dass für den Bergbau in Waldgebieten alle direkten und alle indirekten Folgeschäden verstanden werden müssen. Gleichzeitig hat sie jedoch in einer Untersuchung festgestellt, dass es zwar Minen gibt, die waldschonende Ansätze haben, aber keine Mine ein genügendes Gesamtkonzept zur Waldschonung hat.
Und das verstehen natürlich auch die betroffenen Menschen in den Exportländern, die jetzt schon sagen, dass sie absolut am Limit sind mit den Rohstoffmengen, die gefördert werden. Ja, und wo wir heute schon den Tag der Karten haben? Hier eine Karte, in der soziale und ökologische Konflikte im Zusammenhang mit dem Bergbau eingezeichnet sind. Wenn wir in dieser Karte eine grobe Linie ziehen zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden, dann sieht man schnell, dass viele Konflikte in benachteiligten Ländern vorkommen. Also, während wir lieber unsere Wälder schonen, spielt in Entwicklungs- und Schwellenländern neben der Landwirtschaft der Bergbau eine große Rolle für die Entwaldung. Ja, das Ding ist nur, bei uns steht noch Herr Energiewende vor der Tür. Direkt gefolgt von Frau Mobilitätswende. Also damit wir in Zukunft grüner und nachhaltiger sein können, brauchen wir richtig viele Rohstoffe. Von 2020 bis 2026 soll die Erzeugungskapazität von erneuerbaren Energien weltweit um über 60% steigen. Damit kommt es zu einer anhaltend hohen Nachfrage an Rohstoffen. Die Leistung der Windenergie soll an Land verdoppelt und auf dem Wasser vervierfacht werden. Allein in den letzten 10 Jahren ist zum Beispiel der Verbrauch von Metallen pro Kopf um 25% in Deutschland gestiegen. Nach Modellrechnungen soll sich die weltweite Autoflotte in den nächsten 40 Jahren verdoppeln. Aber die Erdoberfläche ist doch jetzt schon im April oder so. Ein E-Auto braucht ca. 3 bis 4 Mal mehr Kupfer als ein Verbrennerauto. Bei einem enormen Anstieg des Aluminiumverbrauchs. Laut Prognosen soll er sich in den kommenden 10 Jahren um das 13- bis 14-fache erhöhen. Prognosen von 2013 auf 2035 sind 23 Mal mehr Kobalt, 43 Mal mehr Kupfer und 180 Mal mehr Lithium. In den nächsten 30 Jahren brauchen wir mehr Metalle als seit Anbeginn der Zeit. Also irgendwie passt das, was wir brauchen, nicht mit dem zusammen, was wir von der Erde entnehmen können. You seem nervous. Well, yes, I guess I am. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist mit dem Recycling? Selbst wenn die weltweite Recyclingquote bei 100% liegen würde, brauchen wir weiter Rohstoffe, um unsere zukünftige Nachfrage zu bedienen. Gerade liegt die Recyclingquote bei Elektroschrott bei 17,4%. Und zusätzlich sind einige Metalle natürlich auch einige Jahre oder Jahrzehnte in zum Beispiel Windrädern und Batterien gebunden. Das alles heißt, wir brauchen den Bergbau mehr denn je. Was nun genau die Umwelt- und sozialen Probleme beim Bergbau sind und an welchen Rädern man vielleicht drehen kann, um den Bergbau auch irgendwie als Chance wahrzunehmen, kommt im nächsten Video.